doch mal wieder schön auf so einer Bühne zu stehen. Es ist ein Träumchen eigentlich. Und tatsächlich haben wir jetzt auch mal ein bisschen Platz, weil es sind kurzfristig, langfristig, kurzfristig, mittelfristig, whatever, sind von den 8 Leuten des Social Club nämlich 4 Leute ausgefallen. Ja, die letzte Jobs-Botschaft kriegten wir dann Mittwoch, dass nämlich Mike dann leider auch verhindert war beruflicherweise. Und dann haben wir da gesagt, was machen wir jetzt aus der Scheiße? Können ja nicht absagen. Oh Mist. Also haben wir rumtelefoniert und haben einen Gastmusiker gefunden, der sofort gesagt hat, immer gerne. Ich musste unter der Woche an Apollo 13 denken, diese Szene, wo der eine Typ in Mission Control sagt, das könnte die größte Tragödie in der Geschichte der NASA sein. Und Ed Harris dreht sich um und sagt, bei allem Respekt, Sir, ich glaube, das wird die Sternstunde der NASA sein. So möchten wir gerne dieses Konzert... Dieser Satz, kein Verb. Was wir jetzt machen, ist einfach mal eine kalte Probe. Wir haben in dieser Besetzung noch nie gespielt, aber wir machen das jetzt mal. In der Tat, das ist super. So. Irgendwo falsch abgebogen.